Moin zusammen. Ja, wie ihr im letzten Video gesehen habt, wir haben da ein Problem. Die Hupe hupt nicht. Oder sagen wir mal, das ist das erste von ein paar Problemen. Mal gucken, ob wir hier irgendwo finden, ob die Hupe eine Sicherung hat. Seltsam. Sehr eigenartig. Rückwaschscheinwerfer. ABS, Radio. Tja. Alt ist Alternator. Lichtmaschine. Tja. Sieht einer irgendwo eine Hupe? Ich nicht. Nicht, dass dieses Auto nicht noch mehr Sicherungskästen hätte. Ist da irgendwas mit einer Hupe? Vorglühanlage. Ah, Hupe da. F6. Und was sehen wir da auf F6? Richtig, nix. Jetzt testen wir das mal kurz. Was ist das? Jetzt einfach mal kurz geklaut. Und siehe da, wieso nimmt denn einer die Sicherung aus der Hupe raus? Jetzt brauche ich eine 15 Ampere Sicherung, um die da oben wieder reinzustecken. Was ist denn das überhaupt? F4. Ach, irgendwas mit Klimaanlage, ja. Ja, das sind so spontane Reparaturen, ne? Das kennt man ja. Mal eben schnell die Klimaanlage ausschalten, damit die Hupe funktioniert oder das Licht oder weiß der Geier. Aber wieso nimmt man. Vergiss es. Okay, ich besorge mal eine 15 Ampere Sicherung. Ja, bei allen Autos, die nicht rettbar sind und die wirklich über den Jordan gehen, ziehe ich erstmal sämtliche Relais und sämtliche Sicherungen. Die werden ja nicht schlecht im Auto, ne? Hier so Blattsicherungen oder sowas in der Richtung, die für Lichtmaschinen und so bei VW ganz gerne gesetzt werden. Ich habe auch noch andere, ich habe wie gesagt einen riesen Eimer von dem Zeug. Ja. Haben ist besser als brauchen. Ja, und warum sollen die verschrottet werden? Das ist ja Quark. Ja. Deswegen nehme ich auch immer alle Sicherungen, Relais und diverse andere Dinge noch raus, bevor die Dinger auf den Müll gehen. Kann mir übrigens auch nicht verkneifen, auf dem Schrottplatz, wenn ich da rumlaufe, Sicherungen zu klauen. Interessiert kein Schwein, die Dinger gehen so in den Müll, ne? Gerade hier diese spezifischen Sicherungen, wie diese hier, die hole ich mir ganz gerne. Gott sei Dank hat Land Rover immer Einheitsrelais. So. Sieht man da unten auch, ne? Komplett Einheitsrelais. Bei allem, aller Antipathie, die ich gegen dieses Auto habe, da haben sie sich an alte Tugenden erinnert. Bei meinem Discovery sind auch alle Relais gleich. Bis auf zwei, glaube ich. Damit man weniger wichtige Teile einfach abschalten kann, um wichtigere Teile wieder in Betrieb zu nehmen. So, wollen wir mal gucken. Klimaanlage. Sehen Sie nichts. Ah.
sehr eigenartig. Die Sicherung von der Hupe, drittes kühlt die Klimaanlage nicht mehr, oder wie soll ich das verstehen? Ganz seltsam. Hä? Was passiert, wenn ich die jetzt rausziehe? Da ist jetzt was passiert. Schauen wir mal. Immer noch warm. Also bei mir muss ich die Sicherung rausziehen. Was hat die Hupe mit der Klimaanlage zu tun? Also laut Beschreibung nichts. So, wenn ich die jetzt wieder rausnehme. Ja, komm schon. Spitzzange hilft manchmal. Oder Fingernägel. Habe ich beides nicht. So. Jetzt ist die Sicherung wieder draußen. Das ist definitiv die für die Hupe. Ja, diese Seite, dritte von unten oder dritte von oben, könnt ihr euch aussuchen, weil die ist genau in der Mitte. Jetzt bin ich gespannt. Wenn jetzt die Klimaanlage angeht, fände ich das jetzt etwas witzig. Ich lache mich schrecklich, die fängt an zu kühlen. Hört man deutlich, wie laut ich lache, ne? Jetzt geht die Hupe nicht mehr, aber die Klimaanlage. Das kannst du nicht erfinden, echt nicht. Sehr, 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 sehr eigenartig. Ja, da muss ich die Stromkreise irgendwie trennen. Hupe und Klimaanlage. Eigentlich ist Klimaanlage die Sicherung da drüber. Aber wenn ich die ziehe, geht die Hill, diese komische Bergabfahrhilfe. Hier sieht man die. Der regelt, wenn man irgendwo den Berg runterfährt, auf Matschigen oder Geröll oder weiß der Teufel, was für ein Untergrund, regelt der Wagen. Und damit man nicht ins Rutschen kommt, ne? Über das ABS-System läuft das. Aber die Sicherung, die ich jetzt gerade rausgezogen habe, war definitiv die von der Hupe, und die da drüber ist die von der Klimaanlage. Also haben die eigentlich nichts miteinander zu tun. Oder hat irgendjemand die Stromkreise zusammengelegt. Das kann natürlich auch sein. Wie gesagt, wenn jemand an Land Rovern schraubt, dann erfährt er wirklich, wie unmotiviert manche Werkstätten sind. Ja. Es ist wirklich sehr eigenartig. Jetzt ist richtig kalt. Also entweder nicht schwitzen und nicht hupen oder schwitzen und hupen. Kann man sich jetzt aussuchen. Ja, ich befürchte, ich muss die Stromkreise trennen. Das geht nie anders. Bei dem Wetter kannst du jetzt nicht ohne Klimaanlage fahren. Ja, muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Das kann ja nur unten irgendwo im Sicherungskasten daneben gegangen sein. Aber ohne Sicherung mit Klimaanlage. Das ist genau wie bei mir. Entweder ist da ein Druckventil kaputt,
Die Anlage muss einen gewissen Druck haben. Der kühlt einwandfrei. Der hat eine Austritttemperatur von, ja, auf jeden Fall unter 5 Grad. Kann ich jetzt gerade nicht messen. Ich habe kein entsprechendes Thermometer da. Aber es ist richtig kalt. Also hat die Anlage wohl genug Kältemittel. So, wenn diese Drucksensoren kaputt sind, also ist einer, in der Anlage also angezeigt wird, dass kein Druck da ist, zieht der Kompressor nicht an. So, und wenn ich die Sicherung jetzt gleich wieder da reinstecke, hört man, dass der Kompressor ausgeht. Das bedeutet, offensichtlich ist das der gleiche Stromkreis wie bei mir, weil bei mir ist offensichtlich dieses Druckventil kaputt. Und ich habe die Klimaanlage jetzt auch füllen lassen, weil es hätte ja sein können, dass ich zu wenig Druck drauf habe. Nee, es ist voll bis oben hin, aber ich muss den Stecker ziehen, also die Sicherung ziehen, damit der Kompressor anläuft. Ziehen, damit er anläuft. Ich zeige euch das mal, sonst glaubt mir das kein Mensch. Ich habe es auch nicht geglaubt. So, wie man hier sehr schön sieht, der Motor läuft. Also hört, Drehzahlmesser will immer noch nicht. Interessiert aber Automatik keinen Menschen, ob das Ding läuft oder nicht. So, Klimaanlage. Man hört das Relais klicken, ne? Nochmal. Ne? Man hört das Relais klicken. Ich mache gleich Umluft mit an. Das läuft auch alles hier. Schön auf kalt, auf Gesicht und so weiter. Aber die Magnetkupplung vom Klimakompressor zieht nicht an. So. Jetzt kommt der Trick. Die Sicherung ist das. Ich ziehe die jetzt raus. Wenn ich die wieder reinstecke, hört er wieder auf. Also ich muss die Sicherung rausziehen, um die Klimaanlage laufen zu lassen. Das ist ein geiler Gag, oder? Ja, und ich glaube, der Freelander hat das gleiche Problem. Nur, dass da auf dem Stromkreis noch die Hupe mit drauf sitzt. Ich habe mehrere Hupen. Das ist die von der Alarmanlage. Und hier vorne sind noch zwei. Aber die Alarmanlage und meine zwei Hupen funktionieren auch. Also von daher. Ja, moin zusammen. So, es war ein Massefehler mit der Klimaanlage und der Hupe. Also muss ich nichts neu verlegen, Gott sei Dank. Ja, das ist schön. Weniger Arbeit. Ja, den habe ich erst versucht einzubremsen. Und dann war es dann doch hinterher die Einstellung. Gott sei Dank gehen die Bremstrommeln bei dem leicht runter. Ja, nachgestellt. Die lassen sich an dieser automatischen Nachstellung relativ gut nachstellen. Dann geht das. Ja, wenn die nie benutzt wird, ne, das ist halt ein Problem. Bei Automatikfahrzeugen hat aber, bei Mercedes habe ich das ständig. Ne? Das ist, die Fußbremse ignoriert irgendwie jeder, glaube ich. Ja. Was machen wir jetzt? Jetzt fahren wir eben zu einer bekannten Werkstatt. Hier hat es ein bisschen geregnet, gerade so eben, dass es reicht, den Boden total eklig zu machen. Und die Luft. Nichts mit Unwetter. Hat nicht stattgefunden. Das angesagte Unwetter. Ja, was stattgefunden hat, ist ein Saunaaufguss. Naja, die Pflanzen freut's. Mich nicht. Ich mache jetzt bei einem Bekannten eben den Unterboden, beziehungsweise nicht den Unterboden, sondern die Bremsleitung am Unterboden. Ne, eben kurz ein bisschen abschrubben und ein bisschen Wachs drüber. Man kann durchaus beurteilen, wenn man sich die Dinger anguckt, ob die noch abgefegt werden können und mal eben versiegelt werden können und die müssen nicht ständig ausgetauscht werden. Ne? Mal abgesehen davon, dass so ein Satz Bremsleitung für das Ding gar nicht mal wenig kostet. Ja, ja, ein bisschen Wind kommt hier mal um die Ecke. Ja, ja, wie gesagt, angenehm ist das nicht. Es ist weniger warm, dafür haben wir 90% Luftfeuchtigkeit, also man könnte quasi schwimmen. Okay, melde mich später. So, jetzt sind wir kurz in besagter Werkstatt, die auch unsere Klimaanlage gemacht hat. Hier ist ein altes Klimagerät. Ja. Und hier drüben haben wir so ziemlich das modernste, was ich kenne.
Noch nie von gehört, ehrlich gesagt, und ist doch gesehen. Also das Ding analysiert offensichtlich, ne? Steht auch Bigas, wahrscheinlich bivalent. Ne? Erkennt selber die Sorte, die drin ist in der Klimaanlage und arbeitet entsprechend. Sehr interessant, dem Ding zuzugucken. Dichtigkeitsprüfung, Öl auffüllen, etc. etc. Ja, hier haben wir dann das Öl. UV, ich denke mal, das ist die Leckflüssigkeit. Ja, was das andere bedeutet, weiß ich nicht. Ja. Um den Boden geht es nicht, sondern um den Stefan, wie er hier oben arbeitet. Ja, hier wird eine Haldex-Kupplung aufgefüllt. Die sitzt natürlich super. Und pünktlich zum Auffüllen dieser Haldex-Kupplung ging die Spritze kaputt fürs Getriebeöl. Ja, ist immer so, ne? Da liegt sie. Mit dem gebogenen Rüssel. Ja. Murmelnde Mechaniker sind übrigens immer ganz normal. Nur wenige können klar sprechen. Die meisten konzentrieren sich auf ihre Arbeit. Okay, ich will nicht weiter stören. So, wie man sehr schön erkennt, sind wir beim TÜV. Schrägstrich bei der GTÜ. Und hier sieht man, die Bremse ist jetzt eingebremst vorne. Die neue, also das komplett neue, was ich vorne gemacht habe. Hinten wird immer Unterschied, ein bisschen Unterschied bleiben. Das sind Trommelbremsen. Bis man die simultan kriegt, reicht aber so. Ja. Ergo, keine festgestellten Mängel. Ja. Ja. Hat bestanden und jetzt kann sie weiterfahren damit. Ja, ist auch schön. Ist mal ein Projekt abgeschlossen. Das immerhin eins, was nicht mehr nervt. Okay, bis später. Ja, wir haben schon wieder Abend. Ziemlich gleiche Stelle wie das letzte Mal bei dem Auto. Ein paar Jungs aus der Nachbarschaft haben gerade geholfen, die Räder umzuschrauben. Mit Distanzscheiben. Ja, ganz so tief können wir nicht. Immer noch auf dem Land. Ne? Passt aber ganz gut runter, muss ich sagen. Wie gesagt, ich vergesse die Projekte zwischendurch nicht. Ist durchaus alles noch im Blick. Sieht gut aus, muss ich sagen, mit den Felgen. Ja. Steht gut da. Fährt sich fantastisch. Kurvengeschwindigkeiten sind monumental, muss ich sagen. Ja, fehlt nur noch der Motor. Ich warte immer noch auf das Auto, auf den TDI Polo, dass wir den Motor wechseln können. Auf 1,9 Liter TDI, AFN-Motor, 110 PS hat er, glaube ich, serienmäßig. Wir wollen dann, ja, das werdet ihr sehen, ein paar Tuning-Maßnahmen noch setzen. Diese Autos hier, die kleinen Arosa und auch die Lupo, werden gerne gejagt. Auf der Autobahn etc. Und ja, auch auf Landstraßen hier. Wir hatten ja selber mal einen Arosa, als wir den Land Rover umgebaut haben. Du hast immer irgendwelche Leute im Kofferraum sitzen, die meinen, die müssen drängeln. Irgendwas hängt hier vor der Kamera. Moment. So. Ne, ist immer noch da. Ach, ist das blöd. Jetzt ist es weg. Ja. Ne, ist immer ganz lustig, wenn die zum Überholen ansetzen nach der Kurve, einfach mal Gas geben. Ja. Mal so 140 PS rechnen mit einem langen Getriebe.
Das Auto wiegt, wenn er fertig ist, knappe 900 Kilo, eher drunter. Dann sollte da ordentlich was kommen, denke ich. Bei einem Verbrauch von unter 5 Litern. Finde ich gut. Ja. Auch der SDI-Motor, der jetzt drin ist, der wird natürlich nicht weggeworfen. Ich will mal gucken, ob ich da eventuell einen Stromaggregat ausbauen kann. Der läuft sehr schön. Hat noch nicht mal 300.000 runter. Ja, wie gesagt, sorry wegen dem Wind. Ich bin hier komplett auf dem freien Feld. Ne? Meine Frau rennt die ganze Zeit hinter mir her, damit sie nicht gefilmt wird. Bad Hair Day. Ja. Nee. Ich denke, ich werde das Video gleich hochladen. Und ja, wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns Donnerstag wieder. Ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.